Also wir machen es weiter mit der Depression. Nicht, weil sie so schön ist, sondern weil wir sie verändern wollen. Nicht, weil es so schön ist, das Thema. Die Depression ist nicht schön. Že, budeme pokračovať, depresia nie je až taká pekná a pokračovať nebudeme kvôli tomu, ale kvôli tomu, že sa chceme zmeniť. Wir haben bereits drei solcher Ebenen uns angeschaut. Pozreli sme sa už na tri roviny. Nun kommen wir zu der vierten Ebene. Prichádzame k štvrtej. Sie ist völlig anders als das, was wir bisher gesehen haben bei dem depressiven Menschen auf dem Weg hin zur Krankheit. Je úplne iná ako tie tri, ktoré sme doteraz pozorovali na ceste v priebehu až k chorobe. Wir nehmen jetzt eine, wir erkennen eine Verdichtung aller depressiven Symptome. Teraz prichádzame k bodu, keď sa všetky tie symptómy depresie začínajú zahusťovať. Aber das Besondere und das Wichtige ist, dass wir erkennen, dass es eine Umkehr des Wertehintergrundes der Depression gibt. To rozhodujúce na tejto rovine je, že prichádza k zmene hodnôt vo vývoji choroby. Am Anfang war es so, wie ich mehrfach betont habe, dass der Kranke davon überzeugt war, dass er auf einem hohen moralischen Niveau lebt. Na začiatku sme si to popisovali tak, že chorý je presvedčený o tom, že je na vysokej morálnej úrovni, na vyššej oproti ostatným. Auf der zweiten und dritten Ebene kann man sehen, dass er regelrechte Größenideen hatte von seiner Einstellung zu den Werten. Ja, eine Größenidee. Ja. Že mal na druhej a tretej rovine sme videli, že mal dobré nápady, čo sa týka hodnôt. Wie ich bereits herausgestellt habe, war er davon überzeugt, dass er eigentlich der richtige, produktive, positive, gute Mensch ist. Bol presvedčený o tom, že je správny, pozitívny, produktívny, dobrý človek. Er ist gut und die anderen sind böse. On je dobrý, ostatní sú zlí. Und denken nur an sich. A myslia len na seba. Das war die Einstellung, die Meinung des Depressiven vorher. To bol postoj a názor depresívneho človeka predtým. Nun haben sich die Verhältnisse völlig verändert. Teraz sa pomery zmenia. Der Kranke sieht sich völlig anders in einer skrupulösen und überkritischen Selbsteinschätzung. Chorý sa začína vidieť inak. Začína pochybovať o svojej hodnote a o svojej užitočnosti. Er kann bei sich nur noch Gedanken von Selbstbezichtigung und Selbstverwerfung erleben. Začína zažívať myšlienky, že spochybňuje sám seba a zavrhuje sám seba. Die Krankheit hat sich völlig der Kontrolle des Patienten entzogen. Choroba sa vymýka spod kontroly pacienta. Zum Beispiel geschieht bei ihm so etwas wie eine beginnende suizidale Tendenz. Suizidale Tendenz. Aha, začínajú sa objavovať samovražedné sklony. Und er kann noch ein Mäntelchen diesen Suizidgedanken umhängen. Nejako ich ešte vie ovládať, tie samovražedné myšlienky. Indem er manchmal sagt, ich bin doch noch so kostbar und so freundlich, dass ich euch von mir, von meiner Last befreien möchte. Začína ich dokonca aj ospravedlňovať, že ja som ešte taký dobrý a milý, že ešte vás odbremením aj od samého seba. Also man könnte sagen, er ist immer noch an der Stelle so edel, dass er an die anderen denkt, damit sie nicht mehr erleben von ihm mit seinen Lasten und mit seiner Krankheit. Myslí akoby na druhých, aby nemuseli sa o neho starať s tou jeho záťažou a chorobou. Das ist aber nur ein Teil deiner Motivation. To je iba jedna časť jeho motivácie. Letztlich weidet er sich daran oder denkt daran, dass er Macht hat über sich selbst und dass er kann, selbst bestimmen kann, wann er weggeht, wann er stirbt und wann nicht. Toto je ako keby posledná vec, nad ktorou zdanlivo si myslí, že má kontrolu, že ešte môže určiť, kedy on sám zomrie a kedy nezomrie. Jedná sa o tie sebevražedné sklony. Und er hat ein geheimes Vergnügen daran zu wissen, dass er Macht hat über sich und dass er damit ein Druckmittel gegenüber den Menschen, seiner Umgebung in der Hand hat. A je to aj taký spôsob tlaku na okolie.
keď vyjdú najavo tie samovražedné sklony. Bei all dem, was jetzt erleidet, sieht der Depressive nur noch Schuld- und Verdammnisgefühle. Teraz už cíti iba pocity viny a zatratenia. Es gibt kein Selbstmitleid, kein Fremdmitleid, už nemá nichts dergleichen mehr. Sebalútosť, už nie je tu ľútosť od iných ľudí. Und an dieser Stelle wird besonders deutlich, welchen Weg er gegangen ist. A na tomto mieste je zvlášť jasné, akú cestu prešiel. Wir können die Kräfte und die Motive, die dahinter stehen, deutlich erkennen. Môžeme motívy a síly, ktoré za tým stoja, jasne rozoznať. Es ist zunächst einmal schwer, sich vorzustellen, dass jemand, der vorher so hoch von sich gedacht hatte, nun auf einmal sich völlig verworfen sieht. Je veľmi ťažké pochopiť, že ten človek, ktorý sa na začiatku cítil tak dobre, zmýšľal o sebe, že je morálne na výške, teraz má úplne opačné pocity z takého seba zavrhovania. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, ihr Lieben, dass sein ganzes Leben auf Lüge aufgebaut ist. A teraz je tu ten rozhodujúci bod, že vidíme, že jeho celý život bol vybudovaný na klamstve. Er hatte von sich aus keine Freundlichkeit angeboten, keine Liebe, keinen Nutzen für die anderen. Das fühlt er, dass er keinen Nutzen hat. Früher, ja, hatte er nicht, ja. Er hat gesagt, er hat gedacht in früheren Zeiten, dass er die Menschen lieb hat und dass er für sie da ist. Predtým si myslel, že ľudí má rád a že je tu pre nich. Aber es war eine Lüge. Ale to bolo klamstvo. In Wirklichkeit wollte er die Zuwendung, die Hilfe, den Beistand der anderen schaffen. V skutočnosti si chcel dožičiť lásku, pomoc iných ľudí. Indem er mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Sanftheit den Eindruck erzeugen will, dass er selbst ein positive Person ist. A robil to tak, že ukazoval svoju jemnosť, priateľskosť, aby ľudia mali pocit, že on je pozitívna osoba. Dabei hat er, wie wir gemerkt haben, die fremden Menschen missbraucht und in seine Dienste gestellt. A hovorili sme o tom, že iných ľudí potom zneužíval a ako keby stával do polohy svojich služobníkov, aby ich mohol využívať. Und er hat eigentlich auf der ganzen Linie nur eine Täuschung vorgenommen und Leute enttäuscht. Er war enttäuscht, auch die Leute nicht. Er hat die Menschen getäuscht. On vlastne klamal ľudí, podvádzal ich týmto postojom. Und hat eine insgesamt eine Täuschung vorgenommen über das, was ihn eigentlich bestimmt, was sein Motiv ist. A bolo to vlastne tá motivácia nebola pravdivá, bola oklamaná. To nebolo preto, lebo chcel ľudí milovať, ale vlastne využiť. Und indem er sich an Menschen bindet, hat er seine eigene Freiheit verloren und die anderen hat er ebenfalls in ihrer Freiheit beschnitten. Tým, že sa naviazal na ľudí, stratil svoju vlastnú slobodu a obmedzoval slobodu aj tých, ukracoval, ktorých chcel využívať na svoje sebapotvrdzovanie. Und aus der biblischen Sicht muss man sagen, indem der Betreffende sich an andere hängt und andere benutzt hat, hat er quasi eine Art Götzendienst vollzogen. Z biblického pohľadu, keď sa naväzuje chorý na druhých a chce ich využívať, je to istý spôsob také modlo služby. Man kann also aus der psychodynamischen und aus der geistlichen Sicht folgern, dass das System einmal kippen muss hin zu dem Zustand der Depression, die der Kranke jetzt hat. A z psychodynamického pohľadu aj z duchovného pohľadu. Also die Lüge der Vergangenheit zeigt sich jetzt in Gestalt der Klamstvo minulosti sa teraz ukazuje. Negativen Kräfte, die deutlich werden. Ukazuje v tom, že negatívne sily začínajú byť zjavné. Dazu kommt das Element der dämonischen Kräfte. A prichádza aj element demonických síl k tomu. Wenn wir in der Lüge leben, dann laden wir solche dämonischen Mächte ein. Keď žijeme v klamstve, tak pozývame demonické mocnosti do svojho života. Und diese Mächte sind ihrem Wesen nach Todeskräfte. To sú mocnosti, ktoré spôsobujú smrť. Wenn wir täuschen und wenn wir betrügen und wenn wir zwingen, werden wir selbst getäuscht.
keď my nutíme, keď my využívame ľudí, tak aj my, keď ich klameme, podvádzame, tak aj sami budeme podvedení. Und wir merken, dass die Gesamtheit der Absichten und Motive eines solchen Kranken völlig außerhalb von dem stehen, was das Wort Gottes über uns sagt. Das ist völlig in dem Gegensatz. Ja. Motivácie takéhoto chorého sú v úplnom protiklade s tým, čo nám hovorí písmo. Die fünfte Ebene besteht darin, dass alle Symptome schlimmer und stärker geworden sind. Všetko sa iba zhoršuje. Wir nennen das neuerdings eine psychotische Verlaufsform der depressiven Episode. Voláme to psychotický priebeh depresívnej epizódy. Die ist so stark und so massiv, dass die Psychiater meinen, dahinter müssen irgendwelche stoffwechselmäßige Stoffwechselveränderungen vorliegen. Že si psychiatri myslia, že ide o poruchy látkovej výmeny. Denn solche Depressiven in dieser letzten Form haben jeden Bezug zur Realität verloren. Lebo depresívny stráca vzťah k realite. Stiera sa mu realita. Hier will ich innehalten mit der Beschreibung der Depression. Tu by som skončil s popisom depresie. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass ihr fragt, wie kann man das behandeln aus geistlicher Sicht? Iste sa pýtate, ako s týmto naložíme z duchovného pohľadu. Das will ich relativ kurz fassen. Nur kurz fassen. Ja. Toho sa dotknem krátko. Wir gehen als wiedergeborene Christen, als Ärzte oder Psychologen ako oder als Seelsorger. Kresťania, lekári, pastieri. Wir gehen davon aus, dass hinter den Krankheiten ganz bestimmte seelische Verhaltensweisen stehen, die wir genannt hatten. Vychádzame z toho, že určité duševné postoje stoja za týmito chorobami, ktoré sme vymenovali predtým. Die muss der Arzt oder Therapeut erstmal im Prinzip kennen. Lekár alebo terapeut musí tieto veci v princípe poznať. Und im praktischen Fall beim Kranken auch wirklich sehen und wiedererkennen können. Dass er praktisch vorgehen kann, ja? Er kann an dem Beispiel des Kranken erkennen können, dass die Prinzipien, die wir kennengelernt haben, bei ihm vorhanden sind. Ano, musí rozpoznať, že tie princípy, ktoré sme si menovali ako popis depresie, že naozaj u toho chorého tie syndromy sú, reálne sa vyskytujú. Und nun müssen wir in das Gespräch mit den Kranken hineingehen. Teraz musíme ísť do rozhovoru s chorým. Und in sanfter Liebe und Freundlichkeit mit viel Verständnis und Gebet s láskou, pochopením, jemnosťou a s modlitbou dem Kranken die Hintergründe, die wahren Motive seines Verhaltens eröffnen und verdeutlichen. Musíme chorému jeho pravé motívy ozrejmiť. Wir machen nichts anderes, als dass wir die bisher gegebenen Entwicklungen umdrehen. Nerobíme nič iné, len že otočíme to, čo sme menovali, ten vývoj choroby, že to otočíme. Durch das, was wir Anamnese nennen, das Vorgespräch, wissen wir inzwischen genau die Einzelheiten aus dem Leben des betreffenden Kranken. Und dann aufgrund der Anamnese erklären wir genau dem Kranken, was bei ihm vorgelegen hat. A na základe anamnézy, ktorú urobíme, vlastne vysvetlíme chorému, čo má pred očami, o čo sa jedná v jeho stave. Schrittweise und sanft und freundlich. Krok po kroku, jemne a priateľsky. Wir verletzen ihn nicht erneut, sondern sind liebevoll. Nezraňujeme ho znova a znova, ale sme láskyplní. Aber voll mit Wahrheit. Ale plní pravdy. Liebevoll und freundlich, aber voll mit Wahrheit unsererseits. Láskavý, ale plný pravdy. Unsererseits, so von unserer Seite. Z našej strany. Es ist ganz wichtig, dass wir die ganzen Hintergründe und Wahrheiten aufdecken. Je veľmi dôležité, aby sme pred pacientom odhalili všetky tie pozadia a pravdy. Und dass wir bei jeder Einsicht, bei jedem Schritt den Kranken fragen, hast du das verstanden? A pri každom kroku, čo mu vysvetlíme, sa ho pýtame, pochopil si to? Hast du das wirklich verstanden? Naozaj si to pochopil? Und wenn er nickt und wenn er ja sagt, dann gehen wir einen Schritt weiter.
A až keď povie áno, keď prikývne, vtedy ideme ďalej. Wir gehen immer tiefer hinein in das Problem, das wir inzwischen aufgedeckt haben. Ideme stále hlbšie do problému, ktorý sme si postupne my teraz odhalovali. Es reicht nicht aus, dass wir die Hintergründe kennen und wir die Zusammenhänge können. Wir müssen alle Einzelheiten dem Kranken auch vermitteln. Nestačí, že my poznáme pozadia a súvislosti, všetky ich musíme vysvetliť tomu chorému a on to musí pochopiť. Der Kranke muss das durch und durch verstehen, was bei ihm abgelaufen ist. Im Laufe davon Jahren und Jahrzehnten. Chorý musí porozumieť, čo sa odohrávalo v jeho živote, v jeho vnútri počas tých mnohých rokov alebo 10 ročí. Und dann ist wichtig, dass wir ihn nicht verurteilen, sondern auf seine Seite stellen und sagen, wir sind für dich. Vor allem Gott ist für dich. Je veľmi dôležité, aby sme ho nesúdili, neodsudzovali, ale aby sme stáli na jeho strane a aby sme mali postoj, že sme s ním na jeho strane a predovšetkým, že Boh je na jeho strane. Er muss wissen, dass wir nicht ein Feind von ihm sind, sondern ein Freund. Musí chápať, že nie sme jeho nepriateľ, ale jeho priateľ. Aber muss auch wahrnehmen, dass wir die Einzelheiten, die Feinheiten, ganz winzige Dinge, die wir gesehen haben, erkennen konnten und ihm mitteilen. A rôzne také drobné veci, jemné odtienky, ktoré sme rozpoznali, keď s ním pracujeme, aj to všetko mu musíme vysvetliť. Dazu brauchen wir selbst die Assistenz des Heiligen Geistes. K tomu sami potrebujeme asistenciu Ducha Svätého. Vieles können wir direkt ablesen und sehen aufgrund dessen, was wir gerade Anamnese genannt haben. Všetko môžeme vyčítať z toho, čo sme práve pred chvíľou nazvali anamnézou, tým vývojom tej choroby. Wenn wir das richtig handhaben, dann können wir aus der Anamnese alle Einzelheiten regelrecht herausholen und dem Kranken zu Gemüte führen, zeigen. Keď sme urobili dobre tú anamnézu, ten rozbor, tak vieme tie jednotlivosti z toho vyčítať a chorému to dať pred oči. Und ein solches Gespräch ist schon eine Herausforderung für den Kranken. A takýto rozhovor je pre chorého už poriadna výzva. Und er wird immer wieder den Eindruck haben, das kann nicht der Fall sein, das kann ich nicht hinnehmen. So schlimm bin ich doch gar nicht. On bude mať stále pocit, že také zlé to nemôže byť, to nemôže byť, nie, taký zlý nie som. Aber in einer liebevollen Unerbittlichkeit werden wir immer auf diesem Kurs bleiben. Keď sme láskyplní a tak máme takú láskyplnú neodbytnosť, tak sa to podarí. Und dann nach einiger Zeit merken wir, unser Kranke hat tatsächlich verstanden, worum es geht. A po čase zistíme, že chorý naozaj pochopil, o čo ide. Das ist augenöffnend, aber hat sein ganzes Weltbild zusammenbrechen lassen. To je oči otvárajúce, ale celý jeho obraz o svete sa rozpadne. Er kann sich auf nichts mehr verlassen, was er anzubieten hatte aus seiner Vergangenheit, aus seinen Fähigkeiten und aus seinen Kräften. Už sa nemôže spoľahnúť na nič zo svojej minulosti, čo ponúkal zo svojich vlastných síl. Aber wir verurteilen ihn nicht, wir segnen ihn. Ale my ho neodsudzujeme, my mu žehnáme. Und dann werden wir schließlich die diagnostische Seite oder die Diagnose, die geistliche Diagnose über ihn vollständig vollzogen haben und ihn vor Augen geführt haben. A potom sa dostaneme k takej duchovnej diagnoze, ktorú si poskladáme a dáme mu to pred oči. Und dann fragen wir ihn noch einmal. A ešte sa ho raz opýtame. Kannst du dem zustimmen, was wir dir gesagt haben? Vieš s tým súhlasiť, čo sme ti vysvetlili? Und wenn er dann sagt ja, a keď povie potom áno, mit einer gewissen Bangigkeit, bestimmten Ängsten, aber er sagt ja, es so stimmt strachom, wirklich. Ale že vám povie, vieš čo, áno, pasuje to, sedí to. Alles, was du mir gesagt hast, was im Hintergrund von meinem Verhalten vorhanden war, stimmte tatsächlich und stimmt bis heute. A povie vám, že áno, čo si mi z pozadia vysvetlil z môjho správania, sedelo aj sedí doteraz. Ist ein dramatischer Augenblick. Je to dramatický okamih. Der muss umbetet werden. To sa musí obmodliť. Und dann gehen wir in die letzte Phase der Auseinandersetzung. Potom ideme do poslednej fázy tejto rozpravy. Dann bitten wir den Kranken, dass er alle
erlebten Einzelheiten und alle Einsichten zum Herrn bringt. Poprosíme chorého, aby všetky tie prežité jednotlivosti, ktoré prežil, priniesol k Pánovi. Dass er um Vergebung bittet für seine Sünde, že aby prosil o odpustenie za svoje hriechy, für seine Lebensschuld, za svoju vinu v živote, für alle raffinierten Methoden, wie er sich und andere belogen hat, za všetky rafinované metódy, ako sám seba klamal a iných ľudí, und dann bitten wir ihn zu vergeben, dass er andere betrogen hat und dass andere runtergezogen worden sind und dass er sich an anderen gerecht hat. Musí poprosiť o odpustenie, že podvádzal alebo klamal iných. Und das machen wir sehr ausführlich. A to urobíme veľmi podrobne. Und wenn wir so weit kommen, dann werden wir die Ebene des Dämonischen berühren müssen. A keď sa dostaneme takto ďaleko, tak sa budeme musieť dotknúť aj roviny demonickej. Denn es hatten schon lange, schon vor Jahren, die depressiven Kräfte ihre Wirksamkeit an den Kranken bewiesen. Lebo už dlho, pred rokmi, sa tieto mocnosti snažili tú depresiu na tohto chorého ako keby priniesť, že už to bolo v pohybe tie sily dávnejšie. Aber indem der Kranke jetzt Buße getan hat, Sünde bekannt hat. Teraz, keď už chorý urobil pokánie, vyznal hriechy, hat er den dämonischen Mächten das Anrecht genommen, auf ihn weiter einzuwirken. Odobral demonickým mocnostiam právo, aby ďalej na ňo pôsobili. Und dann müssen die gehen. A potom musia odísť. Mit vielfältigen Methoden. Rôznymi metódami. Vielleicht husten sie, vielleicht sie husten. Ano, sie husten. Ľudia niekedy kašľú. Oder haben Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Alebo majú nejaké ťažkosti v oblasti žalúdka, oder müssen sich fast übergeben. Alebo skoro zvracajú. Oder zittern. Alebo sa trasú. Oder machen vielfältige andere psychische oder motorische Beschwerden. Alebo majú rôzne iné, ako keby psychické alebo motorické ťažkosti. Und die Kräfte wollen nicht gehen. A tie mocnosti nechcú ísť. Aber wir haben Autorität über sie. Ale my máme nad nimi autoritu. Vor allen Dingen deswegen, weil der Kranke sich ihnen entzogen hat. Predovšetkým preto, že chorý sa od nich oddelil. Und dann merkt der Kranke, wie auf einmal frei wird. A potom badá chorý, že začína byť slobodný. Die Last weicht von ihm. Tá záťaž od neho ustupuje. Es geht ihm gut. Má sa dobre. Er hat den Eindruck, ich bin völlig durch. Er hat den Eindruck, ich bin völlig durch. Má taký pocit, že už som cez to prešiel. Und es wird in der Tat auch so sein, dass das meiste von den Krankheitsbeschwerden und depressiven Momenten gewichen ist. A naozaj sa môže to byť tak, že väčšina z toho balíka tých depresívnych vecí odišla. Und er freut sich darüber und wir freuen uns mit ihm. On sa teší z toho a my sa tešíme s ním. Aber wir wissen, es können noch kleine Nachzügekämpfe stattfinden. Ešte, a vieme, že prídu ešte ďalšie boje potom. Die Hauptsache ist bereits geschehen, aber hlavná vec sa už udiala. Einige Dinge waren noch verborgen und waren bis jetzt nicht deutlich. A niektoré veci ale boli schované, ukryté a nevyšli ešte na javo. Die werden möglicherweise im Verlauf der nächsten Stunde und Tagen dem Kranken deutlicher werden. A tie sa budú vyjasňovať v ďalších hodinách a týždňoch tomu chorému. Dann kann er das mit der Methode, die er kennengelernt hat, selbst angehen, sich im Namen Jesu dagegen stellen. A môže sa už potom sám, podľa metódy, ktorú rozpoznal, v mene Ježiš proti tomu stavať. Befreiung suchen. Befreiung suchen. Môže hľadať slobodu. Allerdings wird er zwischendurch auch gemerkt haben, dass er einige weitere Dinge noch bekennen muss. A možno príde na to, že ešte ďalej musí niektoré veci vyznať. Er wird einige sündhafte Haltungen und Verstrickungen, die er vorher nicht gesehen hat, auf einmal wahrnehmen. Nejaké hriešne postoje alebo niečo, do čoho sa zaplietol, čo ešte predtým nevidel, mu môže byť jasné. Und sie es dem Herrn übergeben und aussprechen vor Gott. A on to postupne dáva Pánovi, vyslovuje to pred Bohom. Und möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich muss er sich auch bei Menschen entschuldigen für das, was er getan hat. A aj ľuďom sa musí potom ospravedlniť za to, čo robil.
Und dieser Mensch soll dann in der Kraft des Heiligen Geistes weiterleben. A takýto človek môže potom v moci Ducha Svätého ďalej žiť. Am besten wäre es, dass er unter uns gewesen wäre in den letzten zwei Tagen und hat alles miterleben können und anwenden können. Najlepšie by bolo, keby tu bol tieto dva dni a všetko by to počul a potom by sme s ním hovorili. Es reicht nicht aus, dass das Haus in uns einfach leer ist und, nestačí, že dom vyprázdnime. Und gefegt ist und rein ist. A vyčistíme. Es muss gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Musí byť naplnený Duchom Svätým. Und das muss man ihm sagen und eine Anleitung geben, eine Hilfestellung, wie das aussieht. A treba mu to povedať a ukázať mu, ako sa to deje. Dazu muss man das selbst wissen, wie man das macht. Na to musíme aj sami vedieť, ako to máme robiť my. Und wenn er dann mit dem Heiligen Geist lebt, dann wird sein Leben einen ganz anderen Verlauf nehmen. Keď on potom žije s Duchom Svätým, tak jeho život naberie úplne iný priebeh. Okay. Und das ist der erste Teil. To je prvá časť. Und nun habe ich was ganz anderes vor, aber zum Thema Depression. Mám teraz ešte niečo, ale k téme depresia. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ešte máme pol hodinku. Und wir wollen die Zeit nutzen. Využijeme ju. Wir werden nicht ganz durchkommen, aber dann haben wir heute Abend noch. Nedáme to úplne všetko, ale ešte máme večer. Wisst ihr, die Depressionen sind besonders häufig unter den Christen. Depresie sú obzvlášť časté pri kresťanoch. Auch bei einigen unter uns hier. Aj niektorí z nás, ktorí tu sedíme. Die Christen haben herausgefunden, dass die Depressiven sanftmütig, freundlich und zurückhaltend und edel sind. Kresťania zistili, že tí, čo sú depresívni, sú takí jemní, priateľskí, držia sa späť. Und das ist eine fantastische Täuschung, hinter der sie sich verstecken und verbergen können. A je to úžasná maska, za ktorú sa môžu schovať. Und so erleben wir, dass sehr viele, ziemlich viele Christen, die wiedergeboren sind, tatsächlich solche depressiven Momente erleben und auch pflegen. A zažívame, že mnohí veriaci takéto depresívne momenty zažívajú a aj ich tak živia. Es gibt regelrecht eine Verlaufsform von Depressionen bei den Christen. Je taká forma priebehu depresie u kresťanov. Die sind, wie bereits mehrfach beschrieben, so ganz zurückhaltend und vorsichtig und freundlich. Sme to pomenovali, taký zdržanlivý, opatrný, priateľský je ten človek. Aber sie erleiden häufig, fast durchgehend ein besonderes Problem. Zažívajú kresťania priebežne určitý zvláštny problém. Nämlich die Gewissheit und die Wahrnehmung, dass sie aus der Gnade Gottes herausgefallen sind und dass sie die nicht vergebbare Sünde begangen haben. Majú určité vedomie, presvedčenie, že vypadli z milosti Ducha Svätého. Sie sagen, die Christen, dass sie aus der Gnade herausgefallen sind. Že vypadli z milosti, si myslia. Weil sie depressive Empfindungen haben, lebo spüren majú... sie, dass Gott sich verlassen hat. Lebo majú depresívne pocity a myslia si, cítia to tak, že Boh ich opustil. Sie schließen aus dem Inneren ergehen, dass Trauer und Verzweiflung da ist, also muss Gott mich verlassen cítia, haben. Cítia, že majú smútok, že majú zúfalstvo, tak to dajú do roviny, že Boh ma musel opustiť. Und wenn es ihnen besser geht, dann lassen diese Gedanken nach. Dann sind sie kaum mehr da oder gar nicht mehr da. A keď sa im vodí lepšie, tak tieto myšlienky zoslabnú, sú preč alebo takmer preč. Wenn aber wieder ein neuer depressiver Schub kommt, ale keď príde nový podnet depresívny, dann haben sie erneut dieselben Gedanken, dass sie aus der Gnade Gottes herausgefallen sind, tak vielleicht für ihr ganzes Leben lang. Prichádzajú tieto myšlienky, že vypadli z milosti Božej. Unzogi das Leben lang. A takto to môže ísť celý život.
Ich wollte also nur darauf hinweisen und das ein wenig anrühren, dass wir Christen, die wir depressiv sind, ein besonderes Problem an der Stelle haben. Chcel som sa toho len dotknúť, že my kresťania, ktorí sme depresívni, máme tento problém, tento zvláštny problém, že si myslíme, und sme vypadli z milosti. Wir müssen den Depressiven, die Kinder Gottes sind, deutlich sagen, sie dürfen nicht glauben, was ihre Gefühle ihnen sagen. Musíme im vysvetliť, že nesmú tomu uveriť, čo ich pocity im hovoria. Es ist eine Lüge, dass der Herr sie verloren, vergessen hat. Že je to klamstvo, že pán ich opustil. Es ist eine Lüge, dass sie aus der Gnade herausgefallen sind. Že je to klamstvo, že vypadli z milosti. Es ist eine Lüge, dass Gott gegen sie steht und dass sie niemals mehr das Licht der Sonne, das Licht der Sonne im Sinne von der Gnade Gottes erkennen können. A že je to klamstvo, že Boh ich opustil a že už im nedá to svoje svetlo ďalej poznávať. Und wisst ihr, die Depressionen finden wir in den besten, stärksten und engagiertesten christlichen Familien. A depresiu nájdeme v najlepších, najangažovanejších rodinách kresťanských. Als ich ungefähr 13, 14 Jahre alt war, keď som bol 13, 14 hat sich meine Mutter zu Hause dramatisch bekehrt zu Jesus. Sa moja mama doma obrátila dramaticky k Ježišovi. Ich habe selten in meinem Leben jemand gesehen, der so dramatisch den Lebenskurs gewechselt hat und Jesus nachfolgte. Sotva som videl v živote človeka, ako sa to stalo mojej mame, že by tak dramaticky zmenil kurz života a začal nasledovať Ježiša. Als sie nach einem Gottesdienst nach Hause kam, keď prišla domov z jednej bohoslužby, sagte sie zu der ganzen Familie, hört mal alle her, ich habe euch etwas zu verkündigen. Počúvajte sem všetci, ja vám musím niečo povedať. Ich muss euch sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu geworden, ich habe mich bekehrt. Musím vám povedať, že som sa stala nasledovníkom Ježiša, obrátila som sa. Wir wussten nicht, was sie meinte. Vôbec sme nevedeli, o čo jej ide. Aber wir haben gedacht bei uns, oh weh, ale sme si povedali, auch das noch. No, ja? Nazdar. Aber diese, meine Mutter, war engagiert und kühn und stark und ging ihren Weg nach vorne. Angažovaná, smelá, silná a razila si cestu dopredu. Ihr Mann fand zu Christus, mein älterer Bruder fand zu Christus und am Ende sogar auch ich. Jej manžel, aj môj starší brat sa obrátili ku Kristovi a nakoniec aj ja. Aber irgendwie war das komisch. Nach einigen Jahren ging es meiner Mutter nicht so gut. A bolo to také čudné. Po niekoľkých rokoch sa mojej mame nevodilo obzvlášť dobre. Und ich hatte keinen Durchblick dabei. Ich war noch Oberschüler und hatte kein Verständnis für solche Zusammenhänge von Medizin und Psychotherapie. Ja, nemal som žiadny vhľad do toho. Nepoznal som tie súvislosti psychoterapie, medicíny. Sie wurde depressiv. Sie war depressiv, ja. Ja, sie wurde depressiv. Začala byť depresívna. Immer wieder in Schüben, einmal besser und einmal schlechter. Stále v takých vlnách, raz horšie, raz lepšie. Und das ging über Jahre. A tak to išlo roky. Und ich hatte mich gewundert, wie kann das nur sein, dass jemand, der so engagiert für den Herrn da ist, depressiv werden könnte. Ja som sa čudoval, že niekto, kto je taký angažovaný pre pána, môže byť depresívny. Und ich habe es nicht verstehen können. Ja som to nevedel pochopiť. Die Hintergründe, von denen ich heute gesprochen habe, waren mir alle nicht gegenwärtig. Tie všetky to pozadie, ktoré som vysvetľoval, to mi nebolo vtedy jasné. Später habe ich einige dieser Fakten und dieser Ursachen wahrnehmen können. Potom neskôr som mohol niektoré fakty alebo príčiny vnímať. Und sie hat ganz sicher ihren Weg mit dem Herrn bis zum Ende beschritten, aber sie wurde nicht ganz gesund. Sie wurde nicht ganz gesund. Ja. Že postupovala s pánom ďalej, ale nevyzdravela úplne. Und dann habe ich mich bekehrt mit ungefähr 15 Jahren. A potom som sa obrátil, keď som mal 15. Und das war toll und das war stark und war schön. To bolo úžasné, silné, pekné. Aber nach ungefähr 3 oder 4 Monaten wurde ich auch depressiv. Ale po 3-4 mesiacoch som sa tiež stal depresívnym. Ich wusste nicht, dass es eine Depression ist und nevedel som, že to je depresia. Ich
konnte sie nicht beschreiben. Nevedel som to popísať. Ich spürte nur, es geht mir schlecht und ich habe viel Traurigkeit erlebt. Iba som cítil, že sa mi vodí zle a zažíval som veľa smutku. Und ich ging zu meinen Pastoren und zu den Evangelisten und habe gesagt, könnt ihr für mich beten? Išiel es geht mir nicht gut. Pastorovi, evangelistom, môžete sa za mňa modliť? Nemám sa dobré. Und sie waren alle freundlich und lieb zu mir und haben für mich gebetet. Boli priateľskí a milí, všetci ku mne modlili sa za mňa. Es hat auch ein bisschen geholfen. Troška to pomohlo. Aber sie haben eigentlich keinen Durchblick gehabt. Ale nemali do toho vhľad. Eigentlich kein einziger. Ani jeden z nich. Und ich war inzwischen 18, 19, 20 Jahre alt. Bol som tak medzi 18 a 20. Keiner wusste in meiner Umgebung, dass ich depressiv war. Ich war nicht immer depressiv, aber häufig, ja. Nikto nevedel v mojom okolí, že som depresívny. Nebol som depresívny vždy, ale často. Ich ging zur Schule, ich habe angefangen zu studieren, ich konnte arbeiten, ich war Mitarbeiter in der Gemeinde, ich habe alles gemacht. Išiel som do školy, pracoval som, spolupracoval som v zbore, všetko som robil. Ich war richtig funktionabel, ich funktionierte durch und durch für alle guten Dinge. Všetky dobré veci som robil, zapájal som sa. Aber tief im Herzen ging es mir nicht gut. Ale hlboko v srdci sa mi nevodilo dobre. Und nachdem ich durch alle Chancen von einer Seelsorge bei Pastoren, Evangelisten durchgekommen bin und ich kam ja keinen wusste, der mir helfen konnte, habe ich mir gesagt, dann muss ich mir irgendwie selbst helfen. Keď som už vyčerpal všetky možnosti tých pastorov a evangelistov, čo by mi mohlo pomôcť, tak som si povedal, tak musím si nejak sám pomôcť. Und ich wusste inzwischen schon, ich bin als Nachfolger Jesu darauf angewiesen, dass der Herr mir hilft. Das kann ich nicht selbst machen. Už ako nasledovník Ježiša som v tých časoch vedel, že musím sa obrátiť na Pána, že sám si nebudem vedieť pomôcť. Und in meiner Not habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe möglichst schnell nach der Schule gearbeitet für die Schule und später auch für das Studium und habe mich dann stundenlang im Wald aufgehalten und habe gebetet. No, tak som si zorganizoval takto ten život, že išiel som do školy, študoval som, potom som na štúdium pracoval a čo najviac času som si vyhradil, aby som sa mohol modliť celé hodiny. Ich hatte keine tiefen Einblicke in das, was ich machen sollte, aber ich wusste, ich muss das Problem vor dem Herrn ausbreiten. Nemal som nejaké veľké vhľady o tom, ako a čo mám s tým robiť, ale vedel som, že to potrebujem predniesť pred Pána, ten problém. So habe ich jeden Tag, fast jeden Tag, nachmittags ein bis zwei Stunden spazierengehenderweise gebetet. Tak som jednu až dve hodiny každý deň sa pri prechádzaní modlil. Und es wurde besser und besser und besser. A pomaličky to išlo lepšie a lepšie a lepšie so mnou. Nach ungefähr 22, 23 Jahren war ich fast durch. Keď som mal 22, 23, bol som skoro za tým. Mindestens in dem Sinne, dass ich keine Symptome mehr hatte, aber ich spürte, im Untergrund meines Lebens sind diese Kräfte doch noch da. Minimálne som nemal tie symptómy, ale vnútri, hlboko vnútri som cítil, že tie síly tam ešte sú. Und im Rahmen meines Medizinstudiums und meiner privaten Bemühungen versuchte ich herauszufinden, was könnten einfach die Ursachen gewesen sein. Som sa snažil zistiť, čo by mohlo byť príčinou. Und ich habe eine gefunden, die ich euch vorhin schon erklärt habe. A niektoré som našiel, ktoré som vám predtým už vysvetľoval. Ich bin aufgewachsen in Bayern, obwohl ich Berliner bin und habe auf dem Lande über mehrere Jahre gelebt. V Bavorsku som vyrastol, hoci som Berlinčan a žil som veľa rokov na vidieku. Und als wir dann nach Berlin kamen, waren die Verhältnisse völlig anders. V Berlíne boli pomery úplne iné, keď som tam prišiel. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass ich mein Leben so ohne weiteres handhaben konnte. Mal som ten pocit, že svoj život nemám nejak pod kontrolou ďalej už. Und rückblickend in jener Zeit habe ich festgestellt, dass bestimmte Gefühle und Gedanken bei mir vorhanden waren. Som skonštatoval, že určité myšlienky a pocity boli stále u mňa prítomné. Das hat etwas zu tun mit der Erziehung meiner Mutter selbst. To má čo dočinenia s výchovou mojej mamy.
Aber ich habe gespürt, irgendwie suche ich Freunde, die mir Schutz geben können. Len som sa zbadal, že volajako vyhľadávam priateľov, ktorí mi môžu poskytnúť ochranu. Ich fühlte mich unterlegen und ich brauchte einen Beistand und jemand, der sehr kompetent ist und stark ist und mir helfen konnte. Cítil som sa taký zložený, cítil som, že potrebujem pomoc niekoho, kto je kompetentný, kto ma môže podržať. Das ist genau das Stadium, was ich einige Male vorhin schon erklärt habe. A to je to štádium, ktoré som vysvetľoval. Und mittlerweile ging es mir als Gesamtperson gut. Ich konnte mein Leben hervorragend meistern in jeder Hinsicht. Sa mi vodilo nie zle, mohol som svoj život zvládať úplne super. Und es gab keine Probleme mehr. Už som nemal problémy. Aber im Hintergrund, kaum erkennbar, war noch diese depressive Wurzel da. Ale depresíve? Wurzel. Ale tam v pozadí stále som cítil tie korene depresie. Und als ich dann den Heiligen Geist erlebte, ihm begegnete und ihn eingeladen habe, a keď som potom zažil Ducha Svätého, stretol som ho a pozval som ho, dann wurde die Wurzel rausgezogen. Tak tie korene boli vytrhnuté. Und es ging mir nicht nur gut, sondern es wurde die Ursache beseitigt. A nie len, že sa mi vodilo dobre, ale príčina bola odstránená. Und mittlerweile ging es mir in allen anderen Hinsichten gut. A medzi tým sa mi vodilo vo všetkých ostatných ohľadoch dobre. Ich war inzwischen Mediziner, ich war Arzt. Medzi tým som sa stal lekárom. Ich war ein angesehener Mann in der Gemeinde. Bol som váženým mužom v zbore. Einer der Ältesten der Gemeinde. Jeden zo starších. Später der Entscheidende, der führende Älteste. Neskôr ten rozhodujúci, vedúci. Und es gab keine Schwierigkeiten mehr. A nemal som ťažkosti žiadne už. Weil die letzte Wurzel vom Heiligen Geist herausgenommen worden ist. Lebo posledné korene boli Duchom Svätým vytiahnuté. Ich wollte euch nur sagen, es ist kein Zufall, es kommt häufig vor, dass Christen neben ihrem Leben mit dem Herrn und mit dem Geist, dass sie noch manche Probleme auf seelischer Ebene haben. Chcel som vám len povedať, že to nie je zriedkavosťou, že kresťania majú určité problémy tohto rázu. Und da gibt es Zusammenhänge. A sú tu súvislosti. Und will ich euch ein wenig verdeutlichen. A troška by som ich chcel vysvetliť. Und die sind sehr, sehr originell. A sú veľmi originálne. Ich will euch einen Weg zeigen, den ihr nicht erwarten würdet. A chcel by som vám ukázať cestu, ktorú nečakáte, že by som vám to povedal. Ich will euch die biblische Psychotherapie zeigen. Chcel by som vám ukázať biblickú psychoterapiu. Anhand des Beispiels von Elia. Na príklade Eliáša. Einer der größten und stärksten Männer der Schrift. Jedného z najväčších, najsilnejších mužov v písme. Der am Anfang ganz stark war, ktorý bol na začiatku veľmi silný, aber voll von Problemen war, ale bol plný problémov, wurde dann später so verändert, dass am Ende nur noch stark war. A bol taký zmenený, že na konci bol nur stark. Nur noch stark, allein stark, ohne Probleme. Že bol na konci veľmi silný, bez problémov. Und das wollte ich euch vor Augen führen. A toto by som vám chcel dať pred oči. Das kriegen wir heute Mittag nicht mehr hin. Nur den Anfang. Wir kriegen nur den Anfang hin. Stihneme začiatok. Also ich hätte euch gebeten, dass ihr alle die Bibel aufschlagt, und zwar 1. Könige, Kapitel 17. Prvá kráľova 17. Prvá kráľov. Wir werden im Verlauf der Untersuchung feststellen, počas toho, ako to budeme skúmať, zistíme, dass es noch Besonderheiten gibt unter die Depression. Že depresia má zvláštnosti. Und eine Depressionsform finden wir bei Elia. A všetky formy depresie nájdeme pri Eliášovi. Er war fromm und depressiv. Fromm. Bol svätý a depresívny. Und er war aggressiv und depressiv. Aggressivni a depressivni. Ja. Und es gibt einen dritten Verlauf noch. A ešte máme tretí priebeh. Manche Depressive können es nicht ertragen, dass sie ein Nein hören von Menschen, dass sie zurückgewiesen werden. Niektorí depresívni nedokážu stráviť, že počujú od ľudí nie, že sú ako odmietnutí. Und alles drei werden wir bei Elia hören und sehen. A všetky tri veci pri Eliášovi uvidíme. Vor allem den aggressiven Anteil. A predovšetkým tú časť agresivity. Fangen wir an. Wir haben nur noch 8 Minuten Zeit. Ešte máme 8 minút, ideme. Und es geht los in 1. Könige 17, Vers 1. Celé sa to spúšťa v prvej
Kráľovskej 17. Und Elia, der Tesbiter von den Einwohnern von Gilead, sprach zu Ahab, das war der König, ja, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, von dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tag, weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich sage es. Vtedy povedal Eliáš Tischbenský, ktorý bol z cudzích obyvateľov Gileáda, Achábovi. Akože žije Hospodin, Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo. Ja. Dieser Anfang scheint sehr unauffällig zu sein. Tento začiatok vyzerá veľmi nenápadný. Aus heiterem Himmel kommt auf einmal Elia in die Szene. In die Szene. Aha. Z čistého jasného neba sa ocitá Eliáš na scéne. Und er tritt ganz massiv auf. Da können wir keine Schwäche erkennen. A nastupuje veľmi masívne. Žiadnu slabosť na ňom nerozoznávame. Scheinbar das Gegenteil von einem vorsichtigen, sanften, schwächlichen Menschen. To je presný opak nejakého jemného, priateľského, opatrného prístupu. Aber wenn wir einen geistlichen Scharfsinn haben im Kopf und im Herzen, können wir eine bestimmte Auffälligkeit erkennen. Ale keď máme také duchovné rozoznanie, takú duchovnú ostrosť, tak rozpoznávame tu jednu takú nápadnú vec. Er sagte, es sollen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich sage es. Hovorí, že nebude ani rosy, ani dažďa, len na moje slovo. Das ist ganz schön massiv und demonstrativ und deutlich. To je masívne, demonstratívne a jasné. Der ist sehr überzeugt von sich. Je veľmi presvedčený sám o sebe. Man könnte sagen, weit und breit und weit entfernt von der Depression. Veľmi vzdialený od depresie. Aber er hat es notwendig, er hat angegeben. Er hat es notwendig gehabt, anzugeben, herauszustellen, etwas, was er sagt. Ja? Ako keby to bolo pre ňoho dôležité, nutné, že to, čo povedal, aby to takto povedal. Das war irgendwie eine dramatische Handlung, fast wie in einem Film oder im Theater. To bolo dramatické ako vo filme alebo divadelná scéna. Ich sage, was geschehen wird. Ja, poviem, čo sa udeje. Es soll kein Regen und kein Tau fallen, es sei denn, ich sage es. Ani rosy, ani dažďa nebude, iba ak to ja poviem. Eine kleine Aufmerksamkeit, also eine kleine Situation, die wir sehen können, die uns aber sagen wird, der Mann verbirgt irgendetwas. Možno cítime za týmto, že tento muž niečo skrýva. Jetzt wird Andrea weiterlesen die Verse 2 und 3. 2 a 3. A stalo sa slovo Hospodinovo k nemu povediac, odídi odtiaľto a obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. Und am besten noch Vers 4. 4. A bude tak, že z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. Der kannte genau die Innenverfassung und die fragwürdigen Verhältnisse im Herzen von Elia und hat deswegen für ihn vorgesorgt. Pán vedel presne o vnútornom stave Eliášovho vnútra a preto sa dopredu postaral o neho takýmto spôsobom. Er brauchte diese Erfahrung, den Nachweis, dass Gott verlässlich ist und für ihn sorgt. Potreboval tento dôkaz, že Boh je spoľahlivý a bude sa o neho starať. Denn von der Sicht Gottes war klar, Elia ist nicht so stark, wie er massiv auftritt. Lebo z pohľadu Božieho pánovi bolo jasné, že Eliáš nie je až taký silný, ako vystupuje teraz. Also soll er erleben, dass Gott für ihn da ist und dass er schön und laufend solche Wunder der Versorgung für ihn bereitstellt. Potreboval prežiť, že pán je tu a pekne, krásne bude mu poskytovať tie zázraky a že sa postará o ňo. Das sollte er wissen, dass Gott für ihn da ist und für ihn sorgen wird. Musel rozpoznať, že Boh je tu pre ňo a bude sa o ňo starať. Und dann lesen wir in Vers 6,
dass dem Elia sogar Brot und Fleisch und Trinken gegeben worden ist. Kannst du das vorlesen, Vers 6? A krkavci mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. Also Gott denkt an alles. Boh myslí na všetko. Das hat er von sich aus gemacht. Das war in diesem Fall nicht eine Glaubenshandlung von Elia, sondern hat freiwillig von Gottes Seite er bewirkt, dass er fortlaufend versorgt wird. Nebolo to o tom, že Eliáš tomu veril, že sa toto udeje. To bolo z Božej strany iniciované, že Pán sa takto o ňo postaral. Aber nach einiger Zeit trocknete der Bach aus und er konnte nicht mehr trinken. Ale po nejakom čase potvočík vyschol a už nemohol ďalej piť. Zumal es kein Regen im Lande gab. Pretože v krajine nebolo dažďa. Daraufhin hat Gott veranlasst, im Rahmen einer weiteren Führung, jetzt musst du woanders hingehen, ich werde dich weiter versorgen. Boh sa rozhodol, že niekam inam pôjde Eliáš, budem sa ďalej o teba starať, Eliáš. Und ging nach einem Ort namens Zabad in der Nähe von Sidon zu einer Witwe. A išiel k jednej vdove. Und hat dafür gesorgt, dass die Witwe ihn versorgt. Ktorá patrí Sidonu a budeš bývať tam. A prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. Also fortlaufend hat der Herr für ihn gesorgt, ununterbrochen mit vielen kleinen und mittleren und großen Wundern. Stále sa o ňo Pán nepretržite staral malými či veľkými zázrakmi. Und Gott sprach auch zu ihm, du sollst jemanden finden, der für dich da sein wird, eine Witwe. A povedal mu Pán dokonca, že niekoho nájdeš, jednu vdovu, ktorá tu bude pre teba. Und offensichtlich hat Gott ihm gesagt, eine bestimmte Person wird da sein, die sollst du ansprechen und zu der sollst du gehen in ihr Haus. Boh mu povedal, že tam bude určitá konkrétna osoba, ktorú máš osloviť a ísť tam za ňou. Und so sprach er recht kühn zu dieser Frau, zu dieser Witwe und sagt, ich brauche von dir Unterstützung. No a tak celkom smelo povedal tejto žene, ja potrebujem od teba podporu. Und er erbat von der Frau, dass sie ihm aus einem Handvoll von Mehl und einem Topf und ein wenig Öl und Krug eine Art Kuchen oder ein Gebäck oder ein Brot backt. A očakával od tej ženy, ja, že tam je múka, olej, že mu napečie nejaký chlieb, koláč. Und der Herr hat sogar ihm eingegeben, dass er mutig sein sollte und sagen sollte, liebe Frau, es ist schön, dass du mir helfen willst. A dokonca mu Pán vnúkol, aby bol taký smelý a odvážny a povedal, milá žena, je veľmi pekné, že mi chceš pomôcť. Ich höre, dass du noch ganz wenig Mehl und Öl und ein Krug. Ale počujem, že máš veľmi málo múky, oleja. Mehl und Öl hast, ja. Nimm das und back das und ich soll es zuerst essen. Zober to a upeč to a ja to zjem. Und sie hat ja gesagt. A ona povedala, že dobre. Und so konnte er überleben. Er konnte überleben. A tak mohol prežiť. Wisst ihr, eigentlich will ich nur darauf hinaus, wir haben einen wunderbaren Herrn, der schon hilft, bevor jemand in Not und in Krankheit kommen soll. Máme úžasného Boha, ktorý pomáha už predtým, ako sa dostane niekto do biedy alebo do choroby. Wir werden das jetzt nicht weiter verfolgen können, das machen wir heute Abend, wie es weitergeht. Ďalej to budeme riešiť večer, ako to sa to vyvinulo ďalej. Wir werden erleben, dass dieser Mann gewaltige Dinge tut. Budeme vidieť, že tento muž robí obrovské veci. Auf die Millionen von Christen geschaut haben und das untersucht haben und gesagt haben, wie glorreich, was für ein großer Held war er. Že mnohí kresťania sa na to dívajú a povedia, aký hrdina bol ten Eliáš. Der ist weit entfernt vom Durchschnitt, geschweige denn von der Depression. Je veľmi vzdialený od priemeru, je nadpriemerný a už o depresii ani reči byť nemôže. Aber er war seelisch krank. Ale on bol duševne chorý. Und in seiner Liebe zu Elia hat Gott von vornherein gesorgt, dass er Vertrauen zu ihm bekam, dass er Vertrauen zu Gott bekommen sollte. A vo svojej láske Pán to tak aranžoval, že sa o ňo staral, aby Eliáš nadobudol dôveru k nemu. Und wie das weitergeht, a ako to pôjde ďalej, das werden wir heute Abend hören. To si dáme dnes večer.